Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Kena, Bridge of the Spirits. Wir sind bei Rusos Hütte oder in der Nähe von Rusos Hütte. Und müssen jetzt hier erstmal so einen krassen Impuls von uns geben und den Fahrstuhl aktivieren. Ich denke mal, jetzt kommen wir zu Rusu. Ich hoffe es zumindest. Wir müssen Herrn Russo finden. Ja, machen wir. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Nee, nee. Hier links war irgendwas. Okay. Karma-Verbesserung, denke ich mal. Glaube ich mal. Schätze ich mal. Höhenangst kickt mal wieder vollkommen rein. Aha. Das sah von Weitem irgendwie spektakulärer aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Krasse Maske. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Klingt gut. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Okay, das sieht mega nice aus. Jäger im Wald, Trophäe erhalten. Beseitige Verderbnis im Haus von Rusu. Du hast die Bogenfähigkeit gelernt. Drücke und halte L2, um zu zielen. Während du L2 gedrückt hältst, kurz R2, um einen Pfeil abzufeuern. Okay. Ach, die regenerieren sich von alleine nach einer. Ah, okay. Wo ist denn Rusus Hütte? Das ist bloß ein Ausguck oder was?
Wie können wir uns warten? Das möchten wir nicht. Wir möchten hier weitermachen. Ich habe schon lange kein Rot mehr gefunden. Okay, ein Hebel. Der Hebel macht was? Achso, Ziele. Oh. Jetzt komme ich wieder nicht hoch. Blumenschwein, 13 Rotz. Hüte, ach du Gott, ich habe ja irgendwie nichts. Junge, gibt's so viel und ich habe irgendwie nichts. Oh. Hier ist ein Schrein schon mal. Ein Blumenschrein. Ready, go. Okay. Das wird sehr knapp, muss ich mal vermuten. Wo muss ich hin? Ach doch. Alles geschafft? Nee, nee. Ich hab nicht mitgezählt. Wie viele. Ach, scheiße. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Ach, Mann. Ich hätte gern das Ding hier befreit. Dafür brauche ich bestimmt das hier so ein... Try taking your shots one more. Ready, 6 Ziele. Go. 1. Zwei. 3. Ja. 5 und 6. Hatte ich doch alle oder nicht? Ah, ich habe wahrscheinlich einen Bruchteil einer Sekunde zu spät getroffen. Ärgerlich. Da ist so ein Ding am Baum. Kann ich das abschießen? Und dann ploppt er. Ah! Wow. Eigentlich wollte ich den Busch daneben zuerst treffen. Aber wir haben einen Blumenschrein. Fehlt noch einer. Okay, soweit so gut, Freunde. Ich hätte gern nochmal so eine Lebenstrainer. Oh, wie die Dinger heißen. Das sieht wirklich schon echt komisch aus, dieses Ding. Echt gruselig. Ah. Hier in dem Busch ist doch bestimmt noch was drin. Oder auch nicht. Okay. Dann halt nicht. So, hier kommen wir her. Die Prüfung haben wir. Die Prüfung haben wir. Was gibt's hier hinten? Die jetzt auch abschießen. Ach, da fallen so eine. Ach. Da habe ich doch schon mal welche gesehen irgendwo. Die kann ich auch abschießen, bestimmt. Dann können ja meine Kollegen was essen. Hier ist noch so ein Hutladen. Aber ich glaube, ich habe noch keinen neuen Hut, ne? Fuchs haben wir. Nehmen wir. Nice. Was, Drehflügler? Ach hier, Drehflügler. Ich habe gar nicht gesehen. So, hier sind wir schon mal lang gelaufen. Wir wollten jetzt zu dieser Prüfung hier auf der Ecke. Hier. Shoot the painted whirlybird to begin.
Aim quickly and hit them all in the air. Ja. Was? Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Um zu beginnen, ja. Was so? Das war ziemlich nice. Ja! So, jetzt haben wir, glaube ich, alles abgeschlossen. Was passiert, wenn ich das nochmal mache? Kriege ich dann noch mehr Punkte? Geld oder? Ach was. Kriegst du hier sogar Kohle raus? Du kannst ja ohne Ende Money machen hier. So, schauen wir mal, was der Kollege jetzt hier zu sagen hat. You'll need to make every shot count. Ich muss hier Schutz sitzen. Destroy all the targets to progress. There are three different. There. Schwierigkeit Nummer 1. Schwierigkeit Nummer 2. So, jetzt warten wir mal kurz, dass meine Pfeile sich erholt haben. Und 4. Perfekt. Da ist noch eins. Ich habe keine Pfeile. Das ist ganz schön unfair, wenn ich keine Pfeile habe. Naja! Nice! Rusus Maske! Neuer Rotthut verfügbar. Den kaufen wir auch direkt. Rusus Maske. Ja, mega geil! 500! Brudi! Egal, er sieht verdammt geil aus. Choose your shots wisely. Firing too quickly will drain the staff's energy. You'll lose top. Okay. Gut, das waren jetzt also quasi Rusus Prüfungen. Jetzt muss ich seine Hütte befreien. Irgendwo. Was geht hier ab? Was, das war noch nicht? Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Okay. Das waren also Rusus Prüfungen. Und dann müssen wir jetzt hier runter. Ah. Und kommen dann zu Rusus. Rusus Posten, Rusus Haus. Ah, genau, jetzt kommen wir. Von. Ich. Genau, hier runter und dann da lang. Dann. Ah, ha, ha, ha. Genau. So, Freunde, ich würde aber sagen, für dieses Mal war es das. Wir haben Ruso getroffen mit einer ziemlich coolen Maske. Er hat uns das Bogenschießen beigebracht. Und. Wir haben seine Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.